Diese Loks, die hier im Harz unterwegs sind, schaffen es gerade mal auf 40 Stundenkilometer. Dampfloks mit Tempo 200 über die Schienen zu jagen, das war der Ehrgeiz in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die sogenannten Stromlinienloks schafften es doch tatsächlich und brachen einen Geschwindigkeitsrekord nach dem anderen. So sieht sie aus, die Weltrekordlerin von 1936. Über 200 Stundenkilometer erreichte eine Lok der Baureihe 05 bei einer Versuchsfahrt. Dafür gab es das blaue Band der Schiene. Jürgen Franzke, der Leiter des DB-Museums in Nürnberg, weiß, dass die Stromlinie einen echten Entwicklungssprung in der Geschichte der Dampfloks darstellte. Die Dampflokomotiven hatten ja nun eine sehr traditionelle Bauweise mit den großen Tendern, mit den großen Kesseln und waren dadurch nicht sehr windschlüpfrig. Und da hat man Versuche gemacht, eine Dampflok mit Stromlinienverkleidung zu bauen. Und das ist das Resultat gewesen. Und das war natürlich ein spektakuläres Ereignis, so eine Lokomotive fahren zu sehen. Und sie hatte tatsächlich einen enorm geringeren Windwiderstand. Das beweist auch die Wochenschau vom März 1935. Der Tag der Abnahme ist gekommen. Die fertige Stromlinienlokomotive verlässt die Fabrik. Dunkelrot, schnittig und in beispielhafter Geschlossenheit der Form zeigt sie sich schon äußerlich als eine Besonderheit im Lokomotivbau. Das Tenderende trägt einen Faltenbalg, der die Bildung von Luftwirbeln verhindert. Noch sind die seitlichen Rollläden weit geöffnet, um einen letzten Einblick in die Triebwerksteile zu ermöglichen. Die 05 nimmt Abschied von der Stätte ihres Werdens. Es wurde also wirklich ein Ingenieurwissen entwickelt, dass man Versuche gemacht hat im Windkanal mit Modellen, dass man natürlich aus Holz Vorfertigungen gebaut hat, wie man es heute auch immer noch macht mit dem C, mit dem berühmten CW-Wert des Autos. Also dass eben der Luftwiderstand immer geringer wird und man hat so lange experimentiert, bis man eine ideale oder nahezu ideale Form gefunden hatte und dann wurde die Lok tatsächlich im Maßstab 1:1 gebaut. Schwielige Fäuste rollen die schweren Radsätze herbei. 2 1/3 Meter Durchmesser haben die Treibräder. Langsam geht die Lokomotive auf Achsen. Erstmals lässt sie jetzt ihre zukünftige Bestimmung erkennen. Noch aber fehlen viele Einzelheiten. Die Räder werden in Stellung gebracht, um die Treibstange anbauen zu können. Sie wird dann zunächst über den Treibzapfen gehängt und durch Bolzen mit dem Kreuzkopf verbunden. Das muss besonders vorsichtig geschehen, denn eine Beschädigung der spiegelglatten Lauffläche würde böse Folgen haben. Auslöser für den Bau der Stromlinienloks war die Entwicklung der Schnelltriebwagen. Der fliegende Hamburger war seit 1933 mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometer unterwegs. Da wollten die Lokbauer nicht hinten anstehen. Ja, es gab damals einen Wettstreit zwischen den Ingenieuren. Die E-Loks waren schnell oder wurden immer schneller. Es gab Dieseltriebzüge, die wurden schnell. Die fuhren auch schon über 200 Stundenkilometer. Allein der fliegende Der Schienenzeppelin ist über 200 Stundenkilometer gefahren. Das war natürlich eine Herausforderung für die alten Techniker, also für die Dampflok-Ingenieure. Und die sagten, wir können so ein Ding auch bauen. Und wie sie konnten. Mit der Baureihe 05 setzte die Dampflok-Industrie völlig neue Maßstäbe. Bei den Versuchsfahrten zeigte sich schnell, dass bei Tempo 175 längst nicht Schluss ist. Die zeitgleich mit der 001 gebaute 002 setzte sich dabei im Jahr 1936 ganz groß in Szene. Am 11. Mai ging es um nichts anderes als den Geschwindigkeitsrekord. Und siehe da auf den Versuchsstrecken, die man dann damals hatte, von Berlin nach Hamburg. Sie fuhr übrigens am Lehrter Bahnhof los.
Da wurden 200 Stundenkilometer erreicht und in einer offiziellen Versuchsfahrt wurde dann auch von dieser Schwesterlok der Weltrekord mit 200,4 Stundenkilometer aufgestellt. Oben links Heizer Ernst Höhne und rechts daneben Lokführer Oskar Langhans. Sie gingen in die Eisenbahngeschichte ein. Danach aber kam mit dem Krieg das Ende der Rekordjagden. Die Loks bekamen andere Aufgaben. Diese Lok ist noch bis auch nach dem Krieg gefahren, allerdings nicht mehr stromlinienverkleidet. Sie wurde wieder entkleidet, auch im Krieg schon, bis 1958. Dann wurde sie stillgelegt, wurde dann in ihre ursprüngliche Form, also als Stromlinienlok, wieder zurückversetzt, weil sie dann dem Museum übergeben wurde. Und seit 1963 steht die Lok hier in Nürnberg. Von der Einfahrt ins Museum erzählt ein Film der Bundesbahn. Aufs Gründlichste überholt und mit einem frischen Make-up versehen, tritt die Weltrekordlerin nun ihre Fahrt ins Nürnberger Verkehrsmuseum an. Halb von ihrer Stromlinienverkleidung enthüllt, gestattet sie uns einen Blick auf ihr langbeiniges Laufwerk. Das Zeitalter der Dampflokomotive hatte mit dieser Weltrekordlok ihren Höhepunkt erreicht. Der Lokführer und der Heizer der Rekordfahrt von 1936 assistierten ihrer 05 beim Einzug ins Museum und damit in die Unsterblichkeit.